Die Crew-Packliste oder die Packliste Segeln. Wo gibt's sie? Was steht drauf? Und wie kommt diese Packliste an deine Crewmitglieder? Darum geht's in diesem neuen Video von Skipper Training TV. Mein Name ist Ludwig Backmann und ich habe über ein Dutzend Jahre Erfahrung im Bereich Chartersegeln. Meine bekanntesten Bücher sind der erfolgreiche Charterturn, das Charterlogbuch Segeln, mit den Yachtcharter-Checklisten und die 111 Skipper-Tipps. Meine Bücher werden empfohlen vom Verband Deutscher Yachtcharter-Unternehmen und vom Verband Deutscher Sportbootschulen. Unter diesem Video findest du eine ganze Reihe Links mit Downloads für E-Books, Checklisten und auch zu bestellende Bücher. So, springen wir ins Thema. Bevor ich dir einen Überblick gebe zum Thema Crew-Packliste, mein Hinweis, am Ende des Videos habe ich noch eine Frage an dich, ob du dieses Video so gebrauchen kannst oder ob es einer Art und Weise verändert werden muss. Welche habe ich da schon eine Idee und die Frage kommt zum Schluss. Also die Crew-Packliste, wozu dient die? Sie hilft erstmal dir als Skipper dabei, dass all deine Crewmitglieder für den Segelturn die richtigen, Klamotten, Ausrüstungsgegenstände und so weiter dabei haben, damit der Segelturn auch so vonstatten gehen kann, wie du dir das gedacht hast. Hierzu zählen einmal die passende Kleidung, je nach Jahreszeit oder je nach Wetter- und Klimabedingungen in dem Seegebiet, aber auch solche Kleinigkeiten, die ganz wichtig sind, wie Segelhandschuhe und Segelschuhe. Also Segelhandschuhe ist bei jedem Crewmitglied Pflicht. Ich habe immer noch zwei, drei alte bei mir im Seesack, wenn einer keine kauft oder vergisst. Aber das ist ja mal wirklich das absolute Muss. Segelschuhe oder Segelstiefel halte ich auch für sehr empfehlenswert. Dann Sachen, die man schnell vergisst, auch wenn man auf dem Eiselmeer, der Ostsee oder hier in anderen großen Seen in Europa, Nordeuropa unterwegs ist. Man denkt, man braucht keine Sonnencreme und die Sonnenbrille vergisst man vielleicht auch, aber ist eigentlich fast immer wichtig, weil die Sonne reflektiert und knallt auf dem Wasser deutlich mehr als an Land. Ja, dann eine wichtige Frage ist immer, brauchen wir Bettzeug? Wie ist das Schiff ausgestattet? Eine Frage, die jedes Mal kommt und dann durch den Skipper nach der Recherche beantwortet werden kann. Insgesamt dient einfach die Packliste dazu, einmal die ganzen Fragen zu erklären, zu beantworten, damit man nicht mit jedem Teammitglied, Crewmitglied einzeln hinterher nochmal telefonieren, mailen oder WhatsApp-Nachrichten austauschen muss. Das vereinfacht dir die Arbeit. Insgesamt ist eine ganze lange Liste mit Optionen, von denen du natürlich je nach Seegebiet streichen kannst, auf die und da vielleicht noch ein paar Dinge ergänzen kannst. Und damit ist die Geschichte rund. Jetzt schauen wir mal kurz in die Inhalte rein. Und zwar, die Crew-Packliste hat folgende 6 Themenbereiche. Erster Bereich ist an Deck und im Wasser. Ja, was braucht man dort? Ich schaue mal gerade drauf auf die Liste. Das ist sowas wie Sonnenbrille, Brillenband, Badesachen, Schnorchelset, Vlies, Kapuzenshirt, Pullover und so weiter. Dann der zweite Bereich ist Segelbekleidung. Da geht es um Ölzeug, Segelschuhe, Segelhandschuhe, Stiefel. Mit entsprechenden Erklärungen dazu. Im dritten Bereich einfach eine Checkliste für die Drogerieartikel, angefangen von Sonnenschutz bis zur Reiseapotheke, Hygieneartikel, Handtücher, Waschmittel und so weiter. Damit man einfach nichts vergisst, wenn der Akkurasierer elektrisch ist, hat er hoffentlich einen Akku drin, dann hat er auch mal kein Ladegerät, je nachdem, wie lange der hält. Die Seekrankheit ist auch noch mit auf der Liste als Checkpunkt. Dann kommt der Bereich zum Schlafen. Ja, je nachdem, was dort vorhanden ist, entsprechend die Möglichkeiten, die die Segler mitnehmen dürfen und sollten. Im Bereich dies und das ist so ein Sammelsurium an kleinen, meist irgendwie technischen Überraschungen rund um das Thema Fotografieren, Handyladen und Co. Was haben wir noch? Wasserdichte Verpackung für Dokumente zum Beispiel, irgendwas zum Thema Musik. Taschenmesser, vielleicht auch noch ein Korkenzieher für die Weinflasche, Feuerzeug, Streichhölzer. Das Thema kommt aber nochmal auf der Musterproviantliste. Eine kleine Taschenlampe, das ist immer ganz brauchbar, wenn jeder eine mit hat, um einfach unter Deck alles zu finden, auch im Dunkeln und manchmal auch auf dem Weg an Land zum Landgang. So, der letzte Bereich ist der Bereich Dokumente. Hier geht es um Personalausweis, Segelscheine für die Segler, die Segelscheine haben,
Auslandsbankenschein, ja, Buch für die Seemeilenbestätigung und ähnliche Dokumente, die sind einfach mal aufgelistet, damit man hier sagen kann, ja, brauche ich das richtig oder brauche ich nicht. Dann so Hinweise wie, dass man keinen Hartschalenkoffer mitnimmt, sondern eher was, eine Sporttasche, die man zusammenknüllen kann. Was haben wir noch für Tipps? Segelhandschuhe hatten wir schon, Medikamente kommt nochmal im Bereich, muss ich da richtig seekrank werden. Ja, soweit die Runde durch die Q-Packliste. Wo finde ich jetzt die Q-Packliste? Und zwar, einmal gibt es die in den Checklisten für Segelturns. Das sind die 20 Seiten als PDF oder auch als E-Book fürs Handy oder fürs Tablet, die ihr euch herunterladen könnt auf der Webseite charterlogbuch.de. Oder als Alternative in Form von Papier in den beiden Meilenbüchern. Einmal DIN A5 und DIN A6. Da drin ist jeweils eine Packliste für die Crew enthalten, sodass hier einfach zwei Fliegen mit einer Klappe gelöst werden. Einmal ist der Bereich Seemeilenbestätigung und auch Notizen zum Segelturn zu machen, wer das als Crewmitglied möchte. Und eben auch den ganzen Bereich Crew-Packliste, Crewliste und Erlebnisse und Tipps. Also, das sind nochmal hier die Inhalte der Meilenbücher, eben kombiniert, was ich gerade vorgelesen habe, die Bereiche neu dazu hinzugefügte Crew-Packliste, Crewliste und Erlebnisse und Tipps und die üblichen Dinge, die in einem Meilenbuch eben sowieso drin sind. Das ist der Seemeilennachweis zur Bestätigung der zurückliegenden Seemeilen durch den Skipper. Und da sind so viele Turns einzutragen, dass es für den SKS und auch sogar bis zum SSS reichen würde. Wo es die Bücher gibt, bei Amazon natürlich, und die Links stehen unter diesem Video. Dieses Video ist Teil einer 7-teiligen Serie über die Checklisten für Segelturns, und die anderen Teile sind einmal die Agenda Vortreffen. Das ist ein Arbeitspapier, eine Liste für dich als Skipper, für die Turnvorbereitung zu Hause. Damit kannst du wirklich alles abhaken und durchgehen, was an Fragen und Vorbereitung aufkommt. Und im zweiten Teil kannst du damit auch mit deiner Crew die gesamte Kommunikation eben organisieren und optimal gestalten. Über die Crew-Packliste haben wir hier gerade geredet, die Skipper-Packliste, dazu folgt ein weiteres Video, genauso wie für die Musterproviantliste. Und für den Bereich, genau, müssen wir seekrank werden, was kann man dagegen tun, wie kann man seinen Körper verstehen, wo es herkommt. Und mit diesen Tipps und Informationen kann man schon eine ganze Menge gegen die Seekrankheit machen. Und muss noch nicht mal Pillen dafür schlucken. Der vorletzte Punkt ist die Mitseglervereinbarung, eure vertragliche Grundlage zum Regeln von juristischen Dingen und Zuständigkeiten und Kosten. Und last but not least die 10 goldenen Regeln für Wassersportler in der Natur, erstellt vom Deutschen Seglerverband. Und die habe ich deswegen hier ergänzt in den Checklisten für Segelturns, weil A, die meisten Segler, Mitsegler haben schon ein bisschen länger her, als die den Segelschein gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob du noch alle Regeln aus dem Kopf kennst. Sicherlich die grobe Richtung, aber deine Mitsegler sind vielleicht auch ohne Segelschein an Bord. Und um die auf die gleiche Richtung einzuschwören, dass die Natur und die Lebewesen im Wasser und an Land schön in Frieden weiterleben können, dazu dieser Teil der 10 goldenen Regeln für Wassersportler in der Natur, auch als Bestandteil der Checklisten für Segelturns. Ja, jetzt nochmal die Frage, die ich am Anfang angekündigt habe. Hat dir das so gefallen, dieses Video, wo der einfach nur ein Überblick über die Crew-Packliste gegeben wird? Oder soll ich wirklich ein Video machen, wo die komplette Crew-Packliste aufgelistet ist und nochmal die Vor- und Nachteile und die Einsatzgebiete der einzelnen Elemente der Crew-Packliste aufgezählt und erläutert werden? Wenn du das möchtest, schreib mir das gerne unten unter das Video in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Gib mir einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Klicke auf die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn es neue Videos von Skippertraining TV gibt. Und ja, bei weiteren Fragen und Ideen auch gerne in die Kommentare. Schönen Dank und stets eine Hand breit im Wasser unterm Kiel.